Okay, dann will ich mal ein bisschen was erzählen zu dem, ach so, schlimmen Thema, ist es eigentlich auch, unseres Finanzsystems. Weil das auch immer wieder ein Angriffspunkt ist. Achso, ich sollte sagen, Finanzsystem ist ein gutes Stichwort. Hier vorne haben wir eine Spendenbox. Also wer nachher irgendwie, was weiß ich, 10 Cent oder so reinwerfen möchte, das ist einfach nur, dass wir hier Flyer drucken, dass wir hier diese Buttons machen und so weiter. Der kann dann also auch gerne hier dann nachher für unser Finanzsystem ein bisschen was tun. Aber es ist alles freiwillig, wer möchte, okay. Gut, ja, kommen wir nochmal zu unserem Finanzsystem und unserer Kritik daran. Und gerade unsere Kritik an unserem Finanzsystem, an der FED, aber nicht nur der FED alleine, sondern auch die Notenbanken, auch unsere Europäische Zentralbank. Aber warum werden wir da so extrem angegriffen? Ich denke ganz einfach mal, weil das ein ganz wunder Punkt ist. Aber der eine oder andere von euch hat das vielleicht auch mitbekommen, dass wir auch gerade angegriffen worden mit Vorwürfen Antisemitismus. Und ich denke, die bekannteste Verbreiterin dieser Theorie, das war damals Jutta D. bei Dreisat, die inzwischen also Unterlassungsklage hat, dass es nicht mehr erzählen darf. Und jetzt sammelt dafür, dass sie weiterklagen kann, sollen die anderen das bezahlen. Also es laufen ganz kuriose Sachen ab. Aber wie kommt man dazu, wenn man ein Finanzsystem kritisiert, uns als antisemitisch hinzustellen? Ich glaube, es liegt halt einfach auch mit daran, dass die Menschen sich nicht wirklich informieren. Denn die beziehen sich dann darauf, dass die Familie Rothschild an der FED beteiligt ist und deswegen die ganze Kritik daran dann antisemitisch ist. Aber wenn die sich mal nur ein ganz kleines bisschen, und das kann man im Internet auch nachlesen, bei Wikipedia beispielsweise, wenn man dann einfach mal FED googelt, das ist ja nicht nur Rothschild, das sind ja zig Banken, die an der FED beteiligt sind. Und das Ganze ist ja irgendwo 1910 ins Leben gerufen worden, beziehungsweise dort sind die Grundsteine gelegt worden. Das war damals auf Jekyll Island. Und da hat die Familie Morgan hat dort eingeladen, diesen Grundstein zu legen. Und da sind eben halt auch so Namen wie J.P. Morgan oder Nelson Eldridge. Das war zum Beispiel der Schwiegersohn von Rockefeller. Also es ist keine Kritik an irgendeine Person oder geschweige denn an irgendeine Religion, sondern einfach an dem, was die dort tun und die Auswirkungen vor allen Dingen auf uns. Und dort wurde eben halt 1913 in einer Nacht- und Nebelaktion, wurde also dieser Federal Reserve Act unterschrieben von dem damaligen Präsidenten, das war der Woodrow Wilson. Und das war eben halt ein Tag vor Heiligabend und da waren die meisten Abgeordneten schon auf dem Weg nach Hause. 1913, ihr könnt euch vorstellen, das war halt nur das Reisen noch nicht so bequem wie heute. Die Leute waren schon Tage vorher unterwegs, die Abgeordneten, um zu ihren Familien zu kommen. Und in einer solchen Nacht- und Nebelaktion wurde eben halt dann dieser Federal Reserve Act unterschrieben. Aber wir brauchen uns ja nur mal ein, zwei Fragen zu stellen. Alle Länder der Welt sind verschuldet. Und diese Schulden werden von Sekunde zu Sekunde größer. Ihr kennt wahrscheinlich alle diese Schuldenuhren. Die rennen ja nur so ins Minus unaufhörlich. Und die Frage ist ja, wenn alle Länder verschuldet sind und die Schulden immer weiter wachsen, bei wem sind denn diese ganzen Länder verschuldet? Wer ist da der Gläubiger? Weil es ist nicht so, dass Deutschland jetzt Schulden in Österreich hat oder die Österreicher Schulden in Frankreich haben oder Frankreich Schulden in Belgien hat oder sonst irgendwas, sondern alle Länder sind verschuldet, überall, und diese Schulden wachsen rasant. Es gibt einen Spruch von Henry Ford: Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Und das ist wirklich so.
Und es gibt noch einen bekannten Spruch von einem Banker, dessen Namen ich aber hier und heute einfach nicht nennen möchte, um nicht wieder irgendwelchen antisemitischen Angriffen ausgesetzt zu werden. Der gesagt hat, ihr könnt das aber alle googeln, weil ihr findet das dann, wer das gesagt hat. Gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation und es ist mir gleichgültig, wer die Gesetze macht. Weil wer die Währung macht, wer die Währung herausgibt, ja, was soll ich da doch für eine größere Macht haben in einer kapitalistischen Gesellschaft? Aber was ist das Problem eigentlich an unserem Geldsystem? Vielleicht mal eine kleine Geschichte, der ein oder andere von euch kennt die vielleicht. In den Josefspfennig nennt man die Geschichte. Wenn man einmal annimmt, der Josef, der hätte also vor 2000 Jahren für seinen kleinen Jesuskind ein Sparbuch angelegt und hätte damals einen einzigen Cent dort angelegt. Und gehen wir mal davon aus, damals waren bessere Zeiten wie heute, damals gab es vielleicht noch 5% bei der Bank dort. Und er hätte nie Geld abgehoben. Das Geld wäre immer weiter aufgelaufen, die Zinsen wären aufgelaufen. Dann wäre dort auf diesem Sparbuch heute ein Vermögen von mehreren Milliarden Weltkugeln aus purem Gold. Mehrere Milliarden Weltkugeln aus purem Gold, aus einem Cent, über 2000 Jahre mit 5%. Das kann nicht gehen. So viel physisch geht schon nicht. Und das ist das Zinseszins. System. Hätte er aber die Zinsen jedes Jahr abgehoben und hätte das Geld beiseite gelegt, wäre aus dem 1 Cent ein Euro geworden. Und das ist einfach der Unterschied zwischen unserem oder zwischen Zinsen und Zinseszinsen. Und das ist das, was auch unsere Schuldenuhr immer schneller wachsen lässt. Mal noch ein anderes Beispiel. Jetzt nehmen wir mal an, ihr wäre jetzt ein großzügiger, reicher Gönner und der würde euch anbieten, ihr bekommt jetzt jede Woche, ein Jahr lang, also 52 Wochen, 10.000 Euro von mir. Oder ihr bekommt in der ersten Woche einen Cent und das verdopple ich jede Woche, 52 Wochen lang. Was würdet ihr nehmen? 10.000 Euro jede Woche oder einen Cent? Einen Cent. Das ist eine schwierige Frage, ne? So erstmal. Da denkt man auch, 10.000 Euro jede Woche. Die erste Rechnung ist ja ganz einfach. 10.000 Euro mal 52, 520.000 Euro. Wie sieht denn die zweite Rechnung allerdings aus? In der ersten Woche, klar, habt ihr den einen Cent. In der zweiten Woche, einen Cent dazu, habt ihr 2 Cent. In der dritten Woche sind es dann 4 Cent. In der vierten Woche 8 Cent. In der achten Woche sind schon 1,28 Euro. Klasse, ne? Die anderen haben schon 80.000 Euro. War doch wohl falsch, den Cent zu nehmen. Angela, hm? Nein. Aber nach der 21. Woche habt ihr endlich die ersten 10.000 Euro auf eurem Konto. Klasse. Nach der 27. Woche habt ihr die anderen schon überholt. Nach der 28. Woche habt ihr schon doppelt so viel wie der andere, der jede Woche die 10.000 gekriegt hat. Wie viel habt ihr nach 52 Wochen? 22 Billionen Euro. Das ist 10-mal mehr als das deutsche Bruttosozialprodukt. Leute, das ist Zinseszinseffekt. Genau darunter leidet unser Zinssystem oder unser Kapitalsystem, unser Wirtschaftssystem. Jetzt stellt euch mal vor, ich mache mal ein kleines Spielchen. Ich bin jetzt Bank. Ja, mache ich ungern, aber mal 2 Minuten geht's. Ich bin jetzt Bank und ich gebe jetzt Darlehen aus, 100 Euro, 5% Zinsen. Wem kann ich denn 100 Euro geben? Wer möchte gerade mal 100 Euro haben? Patrick, komm, nimm mal 100 Euro. Patrick. Ja, auch 100 Euro Darlehen. Das mit? Ist ja auch kein Falschgeld. So, ich bin jetzt Bank. Ich habe jetzt 100 Euro an jeden von euch als Darlehen rausgegeben. 5% Zinsen. Nach einem Jahr kriege ich von jedem von euch 5 Euro.
Aber jetzt kommt kein Kunde mehr zu mir zur Bank. Wo kriegt ihr jetzt die 5 Euro her? Wo sollen die herkommen? Ich hab die nicht produziert, ich habe die nicht rausgegeben. Ihr könnt die 5 Euro gar nicht zahlen. Denn dazu müsste ich ja die 5 Euro euch ja auch irgendwie rausgeben. Und genau das ist das Problem. Und wenn ich so höre, wir führen die Staatsverschuldung zurück, wir zahlen diese Schulden zurück, es funktioniert nicht. Es kann nicht funktionieren. Weil in unserem Finanzsystem wird Geld immer nur dann geschaffen, wenn die Bank ein Darlehen herausgibt. Und nur deswegen haben wir auch ein Schuldgeldsystem. Der eine oder andere von euch hat das Wort vielleicht schon mal gehört. Wir haben ein Schuldgeldsystem. Das heißt, nur dann, wenn die Bank eine Schuld rausgibt, ein Darlehen auskehrt, nur dann wird Geld geschaffen. Und die schaffen dieses Geld aus dem Nichts. Das ist ein Druck auf dem Computer. Da werden Zahlen in den Computer eingegeben und es wird Geld geschaffen. Aber es wird nicht der Zins geschaffen. Und wie viel Zinsen und wie viel Zinseszinsen sind in diesen gesamten Schulden inkludiert? Und das lässt sich überhaupt gar nicht wieder zurückführen. Und deswegen, ob man jetzt für dieses System ist oder gegen dieses System ist, ist es eigentlich egal. Jedes System, was so aufgebaut ist, hat eine Halbwertszeit von etwa 60, 70 Jahren. Und dann bricht ein solches System zusammen. Und entweder es wird dann ein neues Geld gemacht, aber wieder auf der gleichen Basis, oder es gibt einen Krieg, es wird alles zerbombt, damit man wieder neu anfangen kann, damit man wieder alles neu produzieren kann, Güter wieder umgesetzt werden können. Am Krieg verdient die Bank natürlich auch an beide Seiten wieder, ganz klar. Und vielleicht googelt ihr mal, das war vielleicht auch wichtig, alles das, was wir hier vorne sagen, Angela hat es ja vorhin auch schon mal gesagt, glaubt es nicht, hört es, aber glaubt es nicht, was wir hier sagen, sondern geht nach Hause, geht ans Internet, mein Spruch ist immer, selber lesen, selber recherchieren und eine eigene Meinung bilden. Und genauso ist es hier auch, googelt mal Schuldgeld, googelt mal Fiat Money. Und schaut mal, was ihr da alles Interessantes halt zu lesen bekommt. Und das Problem ist eben, dass die Banken dann dieses Geld herausgeben und nicht der Staat. Die Banken, Privatinstitutionen geben dieses Geld heraus und diese Blase, die wächst halt immer mehr. Und wenn ihr mal schaut auf den Geldschein, damit ihr mal seht auch, was heute wirklich so los ist. Schaut mal auf Geldscheine, die ihr, Euroscheine, die ihr in der Tasche habt. Früher stand mal auf den Geldscheinen drauf, das waren die ganz alten Reichsbanknoten. Hoffentlich nimmt mir das jetzt nicht schon wieder irgendeiner übel, dass ich jetzt irgendwas mit Reich sage. Aber die Noten hießen damals halt einfach so. Und dort stand kleingedruckt auf diesem Schein halt drauf, wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemacht oder verfälschte, sich verschafft und in Verkehr bringt, wird mit Zuchthaus nicht unter 2 Jahren bestraft. Später auf dem D-Mark-Schein stand eben halt drauf, das war dann ab 1963, wurde dann Zuchthaus mit Freiheitsstrafe ersetzt. Was steht denn heute auf unseren Euroscheinen drauf? Weiß das einer? Copyright. Genau, Copyright. Ist einfach nur ein Copyright-Zeichen drauf. So, und das kann jeder nachvollziehen, auch wenn er vielleicht nur einen Fünfer in der Tasche hat, aber selbst da ist es drauf. Es ist heute nur noch ein Stück bedrucktes Geld mit einem Copyright drauf. Privat ausgegebenes Papier. Und nur durch das Vertrauen und die Akzeptanz dieser Scheine wird diese Währung überhaupt noch am Leben erhalten. Aber die Staaten könnten doch theoretisch das Geld selber rausgeben und zinsfrei rausgeben. Aber dann verdient das große Kapital natürlich nichts mehr. Und wer von euch zahlt denn Zinsen? Mal Hand hoch. Wer zahlt denn so Zinsen? Ja, alle. Viele denken ja, wenn sie einen Kredit aufnehmen, zahlen sie Zinsen. Nee, wir bezahlen alle Zinsen. Alle. Jeder, der hier ist, bezahlt Zinsen.
Denn das gesamte System ist ja auf Zinsgeld, auf Schuldgeld aufgebaut und deswegen, da kann sich auch keiner entziehen. Beim Einkaufen, jedes Mal beim Einkaufen. Ich bezahle keine Zinsen. Nee, dann gehst du auch nicht einkaufen. Dann gehst du auch nicht einkaufen, kaufst kein Brot, keine Milch, keine Eier. Auf alles wohnst auch nicht, zahlst keine Miete. Auf Miete alleine ist bis zu 50% Zinsen inkludiert. Allein unser Wasser und Abwasser hat etwa 15% Zinsanteil mit drin. Im ganzen Schnitt, alles das, was wir täglich vom Bedarf her beziehen, kaufen müssen, haben wir etwa 40% an und, Zinsanteil mit drin. Was gehst du denn aus? Vom 100 oder von dem 100 oder was? Prozent ist von 100. Ah, vom 100. Okay, wer profitiert denn jetzt von diesen Zinsen? Natürlich jeder, der irgendwo Zinsen erwirtschaftet. Klar. Aber es ist eben halt so, dass 80% in unserer Gesellschaft weniger Zinseinnahmen erwirtschaften, als sie täglich mit ihrem täglichen Bedarf, mit nicht nur Kredite, wie gesagt, auch mit alltäglichen Lebensmitteln überhaupt einnehmen kann. 10% der Bevölkerung nehmen ungefähr genauso viel Zinsen ein, wie sie auch ausgeben müssen. Und es sind nur 10%, die etwa 60% dieser gesamten Zinsen für sich kassieren, das heißt, die daran auch einen Profit haben. 10% unserer Bevölkerung. Und die restlichen zahlen in diesem Zinssystem täglich drauf. Also dieses Zinssystem ist ein reines System, um von, ich sag mal, von fleißig nach reich das Geld zu verteilen. Ja, aber wie ist mit dem virtuellen Geld, mit den virtuellen Werten? Genau, mit dem virtuellen Geld kommt hier die Frage, natürlich ist genau das Gleiche. Das ist Fiat Money, das ist Geld, was einfach nur geschaffen wird innerhalb der Computer und ist kein Geld, was irgendwo real existent ist. Bravo, mein Lieber, bravo. Ich bin ja ganz naiv. Ja, ist ja auch in Ordnung, sind wir alle hier. Wir sind alles nur Bürger, hier ist kein Wirtschaftsökonom oder sonst was, sondern sind einfach nur Bürger, die sich selber mit der Zeit informiert haben. Ich bin ein Wirtschaftsökonom. Ja, klasse, ist doch gut. Ja, siehst du? Ich weiß, wie es funktioniert. Kannst dich anmelden, wir haben ein offenes Mikro, kannst du dann gerne auch mal reden. Ja, nee, eigentlich möchte ich es doch gar nicht so gerne. Okay. Also es muss ja manchmal funktionieren, mein Lieber. Es muss funktionieren, so sieht's aus. Und ich komme noch mal eben ganz kurz auf die FED noch mal zurück, weil das war ja unser Ausgangsthema. Die FED wurde ja angeblich mal dazu ins Leben gerufen, den Dollar stabil zu halten. Das war damals der Sinn und Zweck, beziehungsweise das, was verkauft wurde, als der Sinn und Zweck der FED. Nur ist es allerdings so, dass seit Einführung der FED der Dollar um ca. 90% an Wert verloren hat. Und jetzt erinnert euch mal dran, dass ich gesagt habe, eine solche Schuldgeldwährung überlebt meistens nur so ca. 70 Jahre. Und wir sind da schon weit drüber weg. Und ihr bekommt das sicherlich auch mit. Gerade hier in Deutschland hört man immer nicht so viel mit der Staatsverschuldung. Weiß auch nicht, ob die Zahlen alle so stimmen, die wir zu sehen bekommen. Aber dass Amerika jetzt schon mehrmals hintereinander kurz vor der Staatspleite stand, was hat man einfach gemacht? Man hat einfach die Zinsen beziehungsweise die Schuldengrenze nach oben geschoben und schon ging es wieder weiter. Warum kann man das machen? Ja, weil das Geld einfach so geschaffen wird. Es sind keine realen Werte dahinter, sondern es wird einfach nur neues Geld herausgegeben, wieder neue Zinsen und Zinseszinsen geschaffen. Das ist ein riesen Schneeballsystem und es ist nicht umsonst, dass in Deutschland Schneeballsysteme, zumindest als Spiel, sind sie verboten. Komisch. Ist ja auch richtig so, weil die breite Masse verdient an so einem Schneeballsystem immer nichts. Aber im Finanzsystem ist es natürlich, ja, reichlich 10% etwa. Ja. Aber warum, wenn wir es doch wissen und viele, die auch politisch engagiert sind, die in irgendwelchen Regierungen sitzen, die in irgendwelchen Banken sitzen. Nicht, damit meine ich jetzt nicht den kleinen Bankangestellten am Schalter. Viele von denen wissen es nicht mal. Ich kann mich daran erinnern, das war, glaube ich, eine Talkshow mit dem, wie hieß der nochmal? Auf jeden Fall saß da unser Rösler mit in der Runde und da wurde das Schuldgeldsystem ganz kurz erklärt und der hat ein Gesicht gemacht, wie Weihnachten, Ostern an einem Tag. Also er hat das Ganze gar nicht verstanden. Also es gibt viele Menschen, die das gar nicht wissen und der kleine Bankschalterangestellte weiß es mit Sicherheit auch nicht. Aber die Großen wissen es. Aber warum wird es nicht angesprochen? Es wird halt einfach nicht angesprochen, weil es brandgefährlich ist.
Wir werden natürlich im Kleinen angeschossen, aber die Großen werden natürlich viel härter angeschossen, bis zu, ich sag mal, erschossen. Der letzte Präsident von Amerika, der das zum Beispiel ändern wollte, weiß jemand, wie der hieß? John F. Kennedy. Genau, es war John F. Kennedy und er hatte schon ein Gesetz unterschrieben, dass das Ausgeben von Geld wieder in Staatshand geführt werden sollte. Er hat das nicht sehr lange überlebt. Und die erste Amtshandlung, die sein Nachfolger gemacht hat, war einfach dieses Gesetz. Das war der Lyndon B. Johnson. Der hat sofort dieses Gesetz wieder revidiert und alles wieder der Fed in die Hand gegeben. Aber nicht nur Staatspräsidenten, es gibt auch ganze Länder, die darunter leiden müssen. Das war mit dem Irak, also dass das nicht die Giftgasvorkommen waren, das wissen wir ja inzwischen alle, dass das nicht gestimmt hat, dass das kein Kriegsgrund war. Ich habe so munkeln hören, dass angeblich damals der Saddam das Öl nicht mehr in Dollar abrechnen wollte, sondern in Euro. Dann habe ich auch gehört, dass Gaddafi wollte den Golddinar einführen und wollte auch da nicht mehr in Dollar bezahlen. Also dieses System anzugreifen ist gefährlich. Und spätestens seit Kennedy stellen die Politiker die Systemfrage einfach nicht mehr, bei wem sind wir eigentlich verschuldet und warum? Und natürlich, wie das System anders aufgebaut werden kann, da haben wir hier auch keine Lösung. Nur wir wissen eins, dass es so nicht mehr funktioniert, dass dieses System und gerade in der letzten Zeit immer nur mehr und mehr Kriege an die Tagesordnung befördert. Aber dass sich was ändern muss, das wissen wir und dafür stehen wir heute hier. Und wir brauchen einfach Leute, die sich damit schon beschäftigt haben. Es gibt genügend Leute, die, ja, Peace. Es gibt genügend Leute, die sich damit schon beschäftigt haben, ob es der Hörmann ist, ob es Plan B ist von Andreas Popp und. Die beiden nur stellvertretend für alle anderen genannt. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir dahin kommen, dass wir Menschen mit neuen Ideen an den Tisch bekommen. Und das Ganze offen und transparent alles mal durchdiskutieren können und dann mit einer echten demokratischen Entscheidung einfach ja, uns auseinandersetzen können, wo soll der Weg für uns, für die Menschheit hingehen. Wichtig ist, dass es humanistisch ist. Wichtig ist, dass wir damit niemanden schaden und dass es kein System ist, was dann schon vorhersehbar in ein paar Jahren wieder kollabieren muss, weil es einfach so nicht funktioniert, wie eben halt das heutige Schuldgeldsystem. Also wie gesagt, das sind die beiden Punkte. Einfach das ist dieses Schaffen des Geldes aus dem Nichts und das Nichtschaffen von Zinsen, die aber zurückgezahlt werden müssen. Und schaut euch einfach mal die momentane Situation an. Wie sieht es aus? Die LZB hat ja, EZB, Europäische Zentralbank, hat ja jetzt den Leitzins ja mal wieder gesenkt. Jetzt sind wir schon bei 0,15. Es gibt Strafzinsen für diejenigen, für Banken, die eben halt ihr Geld dort anlegen und nicht rausgeben. Die Banken haben Anordnungen, das Geld in Umlauf zu bringen, Kredite zu vergeben. Ja, warum wohl? Und wenn ihr euch das, was ich gerade erzählt habe, über die, welches Geld wird überhaupt geschaffen? Und dass wir mit Zins das Geld wieder zurückzahlen müssen, ist doch klar, dass neue Kredite ausgegeben werden müssen. Irgendwo muss das Geld herkommen, um diese Zinsen und Zinseszinsen wieder zu bedienen. Und wo soll es hingehen? 0% Bankenzins? Oder kriegen sie vielleicht demnächst Geld dafür, dass sie Geld ausgeben? Ich weiß es nicht, wo es hingehen soll. Auf jeden Fall wird es so nicht mehr lange funktionieren. Wir kaufen nur noch damit. Bilanzbuch weiterdenken, Plus und Minus. Genau. Einnahmen und Ausgaben. Richtig, und das macht die Bank. Die Bank, die macht nur, bucht einfach nur einen Buchungssatz, um Geld zu erzeugen. Ja, macht euch einfach mal darüber Gedanken und ob das wirklich gerechtfertigt ist, wenn man für eine solche Kritik angefeindet wird. Aber was können wir denn jetzt tun? Wir können im Moment eigentlich wenig tun. Wir können nur andere darüber informieren, andere darüber erzählen, was wir hier gehört haben oder was wir uns vielleicht selber recherchiert haben, um aufzuklären, damit die Menschen einfach mal verstehen, wie unser Geldsystem überhaupt funktioniert. Wir können zusehen, dass wir so wenig Kredite wie möglich aufnehmen, um weniger Schuldgeld in Umlauf zu bringen, wo wieder keine Zinsen für geschaffen werden.
Und vielleicht auch mal anfangen, weniger mit diesem Plastikgeld zu zahlen, sondern mal wieder Geld von der Bank abzuheben und damit auch mal zu bezahlen, damit auch nochmal wieder Scheine in Umlauf kommen. Denn das ist das Einzige, wo eine Bank für bezahlen muss. Müsst ihr mal überlegen, wenn sie sich diese Scheine, diese gedruckten Papiere holen, dann müssen sie ein bisschen was dafür abdrücken, aber ansonsten nicht. Das ist das, was wir machen können. Und wie gesagt, glaubt nichts, was ich gesagt habe, recherchiert selber, schaut im Internet, guckt selbst und bildet euch eure eigene Meinung. Aber ich bin der Meinung, wir müssen was tun, weil so funktioniert es nicht mehr lange. Und wir sagen zwar alle, uns geht es noch gut, aber die Frage ist, wie lange noch? Ich hoffe, ihr seid nächste Woche Montag auch wieder hier. Steht auf, bringt Leute mit, informiert Leute. Und das ist das Einzige, was wir momentan halt machen können, bis es wieder zum nächsten Schritt gehen kann, dass wir uns wieder mit anderen Menschen zusammenkommen. Ja, okay, danke. Achso, nur damit ihr mal ganz kurz wisst, hatte ich jetzt auch mal aufgeschrieben, was die FED so verdient. Die hat also im letzten Jahr, glaube ich, im letzten Jahr war das 2.500 Milliarden US-Dollar daran verdient, dass sie für Amerikas Geld ausgibt. Dann wisst ihr, wo das Geld bleibt. Okay.